11.04.2012. Ist noch ein bisschen hin, ne? Aber vielleicht ist das auch so ein Produkt, was nicht so richtig gut gelaufen ist, wo es dann irgendwie nur noch 2, 3 Beutel im Regal gab und dann wird das natürlich auch mit herausgenommen. Eine Biogasanlage in Hamburg. Gefüttert wird sie mit unserem Essen. Mehr als die Hälfte der Lebensmittel landet im Müll. Das meiste, bevor es unsere Teller überhaupt erreicht. Wir leben in einem Überfluss. Das ist einfach so. Wenn wir als Kunden in Supermärkte reingehen, dann wollen wir nicht ein Produkt im Regal liegen haben, sondern wir wollen eine Auswahl haben. Und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. Das Angebot in den Supermärkten ist verführerisch. Jederzeit sind die Regale voll mit frischer Ware. Ich nehme die Milch raus, weil die muss Tagesdatum plus 2 Tage raus aus dem Regal. Alles, was durch die Kasse rausgeht, gescannt wird, kommt automatisch nach. Aber wir bestellen immer noch Ware dazu. Gerade zum Wochenende reicht ja dann die Ware nicht, wird die Ware noch zugestellt. Allein über 100 Joghurtsorten gibt es. Mehrere 10.000 Produkte animieren uns, aus dem Vollen zu schöpfen. Zu immer niedrigeren Preisen. Wir haben bestimmte Artikel, die Tagesartikel sind, wie Lauchzwiebeln, Radieschen, Detailsit, Kopfsalat, Buntmehl, die dürfen alle nur einen Tag verkauft werden. Es muss einfach nur perfekt aussehen. Es darf nicht eine Stelle dran sein, auch bei Erdbeeren, es ist eine Stelle dran. So ist er ja gut, der Kohlrabi, aber wenn schon das Grüne ab ist, kauft keiner mehr den Kohlrabi. Es ist Grüne dran, machen Sie es ab. Wenn wir mal historisch ein bisschen zurückblicken in die 60er Jahre vielleicht, da hatten wir ein Versorgungsproblem. Ja, da mussten wir hungrige Menschen satt machen. Heute leben wir ja im Überfluss und wir müssen satte Menschen hungrig machen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Gucken wir uns einfach mal an, wie hoch die Ansprüche der Menschen sind. Wir haben in Deutschland im Lebensmittelhandel mehr Verkaufsfläche als überall auf der Welt. Sehr, sehr starken Wettbewerb. Das heißt, der Konsument hat unendliche Auswahlmöglichkeiten und entscheidet sich immer nur für die Besten. Supermärkte schaffen neue Bedürfnisse mit Produkten, die wir oft nicht brauchen. So steigern sie ihren Umsatz. Wie viel sie aber von dem Überangebot wegwerfen, daraus machen sie ein Geheimnis. Die Wiener Wissenschaftlerin Felicitas Schneider durfte als eine von wenigen weltweit den Lebensmittelabfall eines Supermarktes zählen. Das Unternehmen will nicht genannt werden. Wir hatten einmal eine Untersuchung im Bereich Supermärkte. Da haben wir mit einem Discounter gemeinsam über 10 Wochen erhoben, wie viele Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar wären, weggeworfen werden. Und wir haben festgestellt, dass pro Filiale etwa 45 Kilo an genießbaren Lebensmitteln pro Tag weggeworfen werden. Diese Produkte sind also umgangssprachlich abgelaufen. Vom Lebensmittelrecht her heißt das, das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde überschritten. Wenn man das jetzt aufmachen würde, wäre das noch genauso, wie wenn man es frisch gekauft hätte. Also möglicherweise setzt sich bei den Milchprodukten dann oft auch die Molke ab. Aber durch einmal durchmischen kann man das dann wieder essen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird von der Industrie selber festgelegt, nicht von einer Behörde. Es gibt keinen Hinweis auf gesundheitliche Risiken. Das Datum garantiert nur spezielle Eigenschaften, zum Beispiel, dass ein Joghurt cremig bleibt. Deutsche Supermärkte wollten sich nicht dabei filmen lassen, wie sie Abgelaufenes in die Tonne werfen. In Frankreich gestattete ein Supermarkt die Dreharbeiten.
Es ist sehr schade, weil man das Fleisch noch nicht mal an eine Hilfsorganisation verschenken kann, weil die Haltbarkeitsfrist super kurz ist. Da kann man nichts machen. Es muss in den Abfall. Ich kontrolliere jeden Morgen die Daten und sortiere das heraus, was nicht verkauft wurde. Ein Supermarkt wie dieser produziert jedes Jahr zwischen 500 und 600 Tonnen Abfälle. Man sieht es leider in unseren Mülltonnen, dass Nahrungsmittel bereits vor Ablauf weggeworfen werden. Das liegt daran, dass die Hersteller die Mindesthaltbarkeitsdaten ihrer Produkte immer mehr verkürzen, was sie mit erhöhter Vorsorge begründen. Früher hat eine Flasche Mineralwasser anderthalb Jahre gehalten. Heute ist das Datum bereits nach 6 Monaten abgelaufen. Das aufgedruckte Datum besagt nur bei Fleisch, Fisch und Eiprodukten, dass nach Ablauf die Gesundheit gefährdet sein kann. Viele denken fälschlicherweise, dass dies für alle Lebensmittel gilt. Deshalb wird vieles weggeworfen, das eigentlich noch gut essbar ist. Dagegen wehren sich die sogenannten Mülltaucher. Aus Protest und Überzeugung holen sie sich deshalb ihr Essen aus dem Supermarktmüll. Ich finde es gut, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig weggeschmissen wird, weil ich diese ganze Lebensmittelvernichtung total gruselig finde. Also angesichts von Hunger auf der Erde, angesichts von Klimawandel, angesichts von Transportproblematiken. Also alles, was ich nicht unterstützen will. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, möglichst wenig einzukaufen und möglichst weitgehend aus dem Container zu leben. Klar gab es Dinge, die ich mal eklig fand. Da mache ich die Tonne halt wieder zu und gehe weg. Und dann habe ich halt an dem Tag nichts Neues zu essen. Das kommt halt vor. Aber meistens entschädigt die nächste Tonne ja auch für die eine eklige Tonne. Hanna und Sandro dürfen sich nicht erwischen lassen. Sie gelten als Diebe. Denn die Lebensmittel sind auch dann noch Eigentum des Supermarkts, wenn sie als Müll längst in der Tonne liegen. Es ist ansonsten eher so einfach, wie es klingt. Also zum Supermarkt fahren, Container aufmachen, Lebensmittel rausholen, nach Hause fahren, kochen. Ohne eine gewisse Flexibilität im Kochen funktioniert das nicht mit den Containern. Ich glaube, das Öl ist dann jetzt auch heiß. Ja, die da als erstes dann ja. Brokkoli. Die Lebensmittelverschwendung beginnt bereits auf dem Acker, bei der Ernte. Naja, es sind Kartoffeln dabei, die sind entweder zu klein, die sortiert der Roder ohnehin durch das Sieb aus. Dann gibt es Kartoffeln, die sind zu dick, richtig dicke Kartoffeln, die Verbraucher nicht wollen, vor allen Dingen nicht bei Frühkartoffeln. Und die werden auch rausgeschmissen. Und dann gibt es Kartoffeln, die Macken haben. Wobei manche Macken, wenn Sie so eine nehmen, die hat, ist etwas verwachsen oder hat eine kleine Delle. Die sind dann eben nicht mehr verkaufsfähig, als verkaufsfähige Ware. Und die werden dann auch gleich weggeschmissen. Also insgesamt werden 40-50% aussortiert. Das ist ungefähr das, was liegen bleibt. Und wer das nicht kennt, der denkt, hier sei noch gar nicht aufgesammelt worden. So viele Kartoffeln liegen hier noch. Wir legen Kriterien an, die mit der Ernährungsqualität nichts zu tun hat, sondern die, sagen wir mal, fürs Auge oder fürs Schicksein. Und dann kommt man schon ins Nachdenken. Ich bin froh, wenn Leute kommen und hier nachsammeln. Das macht mir Spaß. Auch von diesem Ernährungsgedanken her und der Ernährungsnotwendigkeit für die Menschen finde ich es froh, wenn Leute kommen und mich von dieser ethischen Problematik etwas befreien, indem die für sich sammeln. Ja.
20. Aber man spart. Wie lange haben Sie jetzt gebraucht für die? So, dreiviertel Stunde. Sie machen das schon länger, Sie wissen das. Von Kindesbeinen an. Von Kindesbeinen an. Aha. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Habe ich mit meiner Großmutter in den neuen Ländern gemacht. Dass fast die Hälfte der Ernte aussortiert wird, liegt vor allem an den Agrarnormen. Es sind Normen, die meist der Handel festlegt. Die Politik zieht sich immer weiter zurück. There was always this story about the bendy cucumber. Immer wieder die alte Geschichte von der krummen Gurke. Der Punkt dabei ist, die EU-Kommission hatte die Gurkenrichtlinie deswegen erlassen, weil der Handel gerade Gurken wollte, weil sie einfacher zu verpacken sind. Jetzt haben wir die Richtlinie geändert. Wenn jemand krumme Gurken verkaufen will, dann wird die EU nicht sagen, nein, du darfst das nicht. Aber in der Praxis wollen sie die Supermärkte nicht, weil sie nicht in die Kisten passen. They don't fit in the box. Die Europäische Union hat inzwischen viele ihrer Normen gestrichen. Aber der Handel verlangt weiterhin standardisierte Nahrungsmittel. Also die Abschaffung der Norm ist de facto ein klassischer Flop, weil die Händler mit Abschaffung genau das Gleiche weiter tun. Ohne Normen kann man zwischen Kaufleuten nicht handeln. Gurken, die krumm sind, die konnte man vorher nicht kaufen. Wenn Sie heute durch die Geschäfte gehen, dann werden Sie auch heute keine krumme Gurke sehen. Weltweit verkaufen die Handelsketten die immer gleiche, möglichst perfekt aussehende Ware. Der Handel hat keine Ahnung von der Landwirtschaft. Er zwingt die Farmer immer gleich Aussehendes anzupflanzen. Sie haben sogar Farbtabellen, die scannen die Farbe der Tomaten per Computer. Der Scanner kontrolliert dann, ob die Tomaten auch die richtige Farbe haben. Und wenn das Rot zu hell oder zu dunkel ist, dann werden sie aussortiert und weggeworfen. Genauso die Größe. Es gibt bestimmte Normgrößen und alles dazwischen ist nicht korrekt. Wie kann man die Macht der Handelsnormen brechen? Eine Möglichkeit: Die Verbraucher schließen direkt einen Vertrag mit einem Landwirt. In den USA nennt sich die Bewegung Community Supported Agriculture, kurz CSA. Über 2500 solcher Kooperativen haben sich in den USA gegründet, mit Hunderttausenden Mitgliedern. The basic idea was to try to get rid of as much of the Wir wollten so viel wie möglich von der Infrastruktur loswerden, die zwischen den Farmen und Haushalten existiert. Die ganzen Einzelhändler, Großhändler, Lagerhäuser, Speditionen. Das ist nicht nachhaltig, braucht einfach zu viel Energie. Um all das wieder loszuwerden, macht die Kooperative direkt einen Vertrag mit dem Bauern. Und der Bauer bringt seine Ernte ohne jeden Umweg auf unseren Markt, direkt zum Verbraucher. Wir haben unser Einzugsgebiet begrenzt auf Farmen, die maximal 300 Kilometer entfernt liegen. Die Verbraucher zahlen pro Tag etwa 50 Cent. Und dafür können sie hier so viel Bio-Obst und Gemüse mitnehmen, wie sie essen können. Wir haben alle kräftig abgenommen, einfach indem wir jetzt mehr Gemüse essen. Zuerst war es schwer, weil als wir hier Mitglieder wurden, gab es eine Menge an grünem Gemüse. Und ich hatte zuvor noch nie grünes Gemüse gegessen. Aber ich schaute dann in ältere Kochbücher und stellte fest, es gibt eine Menge Rezepte dafür. Die Mitglieder der Kooperative nehmen dem Bauern ab, was er erntet. Der muss deshalb kaum noch etwas wegwerfen. Das Modell stemmt sich gegen die Globalisierung. Denn in den Supermärkten landen nur noch 5% der Lebensmittel direkt von den Bauern aus der Region. Großmärkte bieten die Vielfalt der ganzen Welt, wie hier in Rungis bei Paris, dem weltweit größten Agrarmarkt. Tony Apfelbohm wacht über den Ausschuss. Südfrüchte, Meeresfrüchte, Fische. Tausende von Kilometern legen sie zurück, bevor sie hier ankommen. Donc il y a une quantité de 880 colis.
Hier haben wir 880 Orangenkisten mit einem Nettogewicht von 8.800 Kilogramm. Auf Antrag des Händlers stelle ich jetzt eine Genehmigung aus, dass sie vernichtet werden können. Das Gewicht macht etwas mehr als 8,5 Tonnen aus. Für den Großmarkt hier ist das nicht ungewöhnlich viel. Manchmal werden noch größere Mengen auf den Müll geworfen. Die Orangen sind schon überreif hier angeliefert worden. Wir haben versucht, sie zu verkaufen, aber das ist nur mit einem Teil gelungen. Den Rest müssen wir jetzt wegwerfen. Hätte man die schlechten nicht schon vor einer Woche heraussammeln können? Nein, nein, das lohnt sich nicht. Wenn in der Kiste mal eine Orange mit einem Schimmelfleck ist, dann vielleicht. Aber wenn es zwei oder drei sind, dann nerven wir uns nicht länger damit. Entweder wir verkaufen sie noch ein wenig billiger oder ab damit in die Mülltonne. Besonders hoch ist auf dem Großmarkt der Müllanteil an Meeresfrüchten. Muscheln, Krustentiere oder Fische, die nicht am selben Tag verkauft werden, wandern direkt in die Tonne. Auch wilde Tiere aus den immer leerer werdenden Ozeanen. Nur ein kleiner Teil von dem, was aussortiert wird, wird verschenkt. Alles, was Sie hier sehen, ist eigentlich für den Müll bestimmt. Unsere Hilfsorganisation begann 2009 hier auf dem Großmarkt. Seitdem konnten wir 120 Tonnen Gemüse und Obst vor der Mülltonne retten. Wir sortieren einfach die brauchbaren Anteile aus dem, was die Händler wegwerfen. Tafeln wie diese versorgen in Europa mehrere Millionen bedürftige Menschen und können doch nicht ansatzweise den Ausschuss bewältigen, der in den Groß- und Supermärkten anfällt. Das ist kein Müll, das ist gut. Das nicht, das ist verdorben. Doch, das ist gut. Das kommt aus Kenia. 10.000 Kilometer, um schließlich im Müll zu landen. So ist die Welt. Das Gemüse und Obst hier kommt aus aller Welt, auch aus meinem Heimatland Kamerun. Wenn ich sehe, wie das hier auf dem Müll landet, dann tut mir das weh, weil ich weiß, wie teuer das Essen in Kamerun ist. Von dort werden so viele Früchte nach Europa geschickt und dann verteilt man es hier nicht schnell genug und wirft es einfach auf den Müll. Das tut mir sehr weh. Kürzlich kam ein Berg von Bananen hier an. Meine Nachbarn, eine fünfköpfige Familie, die können sich noch nicht einmal ein kleines Paket Bananen leisten, so teuer sind die. Und hier schmeißt man sie einfach weg. So eine unglaubliche Verschwendung. Wenn hier im Kühlhaus nur Veronique sortieren würde, dann würden wir wohl gar nichts mehr rauswerfen. Nicht mal die Sachen, die ziemlich über sind. Aber es stimmt. Veronique erzählt uns oft, wie es in ihrem Heimatland ist. In Kamerun haben sie noch ein anderes Verhältnis zu den Lebensmitteln als wir. Es stimmt schon. Wir haben die Wertschätzung für die Lebensmittel ein wenig verloren. Mir wird übel dabei, weil es sind viele Dinge hier drin, die noch gut sind. An diesen Müllcontainer kamen immer Leute, um Essen für ihre Familien zu holen. Aber dann haben sie plötzlich einen Zaun hier herumgezogen. Das war erst letzte Woche. Sie haben alles zugemacht, damit die Leute hier keine Reste mehr sammeln können. Auch ich habe schon hier am Container gewühlt. Ich bin da ein wenig dickköpfig. Wenn ich sehe, dass noch Gutes drin ist, dann hole ich das raus. Veronique wurde inzwischen entlassen. Es fiel ihr schwer, sich an die Anweisungen ihres Chefs von der Pariser Tafel zu halten. Zu unterschiedlich waren die Auffassungen darüber, was noch gut ist und was weggeworfen werden muss. Unsere Verschwendung wirkt sich weltweit aus. Auch in Afrika. In Veroniques Heimatland Kamerun werden Bananen für Europa geerntet. On a de plus en plus d'exigences, de contraintes.
Die Anforderungen des Handels steigen von Jahr zu Jahr. Die Größe der Frucht, die Länge, ja sogar die Zahl der Bananen an einem Strunk werden uns vorgegeben. Die Rechnung zahlt der Verbraucher in Europa. Alle Früchte, die nicht den strengen Normen entsprechen, werden entweder an uns zurückgegeben oder vernichtet. In dieser Plantage liegt der Durchschnitt bei 8%, die aussortiert werden müssen. Die Verluste beim Transport nach Übersee kommen dazu. Noch dramatischer aber ist, dass für unsere Müllbananen den Bauern auch noch das Land weggenommen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft der Bananenplantage stehen die Papaya-Bäume der Kleinbauern. Die Bananenplantage hat sich immer mehr ausgebreitet. Den Kleinbauern im Dorf blieben noch 63 Hektar Land. Doch dann hat die Plantage uns das Land weggenommen. Ich hatte hier 5 Hektar. Jetzt ist mir nur noch dieses kleine Stück am Seeufer geblieben. Ich bin 64. Mir fehlt das Land, um meine Familie zu ernähren. Fragen Sie meine Kinder, meine Frau, ob wir uns jemals Fleisch leisten können? Nicht einmal im Jahr. Zero. In Europa sind Lebensmittel inzwischen so billig, dass die privaten Haushalte nicht nur Speisereste wegwerfen, sondern auch frische Produkte. Aus Deutschland sind keine genauen Zahlen bekannt. Die Bundesregierung hat dazu bisher keine Untersuchungen veranlasst. In Österreich hat Felicitas Schneider nachgeforscht. Ein Durchschnittshaushalt wirft dort jährlich rund 100 Kilo essbare Lebensmittel weg. Aus unseren Studien haben wir berechnet, dass etwa 6-12% des Restmülls aus Haushalten Lebensmittel sind, das heißt originale und nur teilweise verbrauchte Lebensmittel. Da kommen dann noch einmal 3-6% Speisereste hinzu. Und viele Haushalte werfen die Sachen noch schon weg, bevor sie eben schlecht werden, weil sie sagen, sie brauchen sie einfach nicht mehr. Und falls sie es doch noch brauchen, dann kaufen sie es nach. Also das sind oft Antworten, die wir bei den Befragungen noch bekommen. Es sind pro Haushalt und Jahr bis zu 400 Euro, die hier weggeworfen werden in Österreich. Also das ist schon einiges, da könnte man sich dann schon noch einen Urlaub leisten darum. Also das ist den meisten Leuten eben nicht bewusst. 20 Milliarden Euro pro Jahr sind das auf Deutschland hochgerechnet. Für Essen im Müll. Das entspricht dem Jahresumsatz von Aldi in Deutschland. Besonders häufig weggeworfen werden verarbeitete Lebensmittel wie Brot. Jeder Bäcker kennt das Problem, doch die meisten reden nur ungern darüber. Es gibt wirklich Bäckereien, die haben 20% der Ware über. Wir sagen, nennen das Retourenquote, die ist dann 20%. Und das ist meines Erachtens viel zu hoch. Man schmeißt ja dann weg im weitesten Sinne einen Warenwert, der nicht nur aus Warenwert besteht, sondern auch aus dem Manpower, aus der Arbeit, die man reingesteckt hat. Und das tut eigentlich schon weh, auch betriebswirtschaftlich. Das ist eigentlich zu viel. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da wir mal einen sogenannten Vorkassenshop in einem Supermarkt hatten, dass die Supermarktbetreiber sehr viel Wert darauf legen, dass bis abends das Brotregal voll ist. Es gibt durchaus da in den Mietverträgen Klauseln, die da heißen, volles Brotregal bis 18.30 Uhr. Und ich habe auch selber böse Briefe mit Beweisfotos gekriegt, wenn gerade zum Beispiel vor Feiertagen, die sehr schwer zu kalkulieren sind, das Brotregal zu einer gewissen Uhrzeit schon relativ gerupft aussieht, mit Androhung zur Kündigung des Mietvertrages. Um konkurrenzfähig zu bleiben, produzieren die Bäcker daher immer 10-20% mehr, als die Kunden kaufen. Tonnen Brot werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Ganz Niedersachsen könnte damit versorgt werden. Knapp die Hälfte der Altbrote wird zu Tierfutter verarbeitet. Die
Bäcker Roland Schüren hat eine ungewöhnliche Alternative entwickelt. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Und in dieser Mischung, die wir dann mit den Holzpellets herstellen, ganz hervorragend. Und wir kommen auf die guten Temperaturen, die wir für unsere Backöfen hier brauchen. Ich kenne Bäckereien, die haben doppelt so viel über wie wir. Da sieht man mal, was für ein Potenzial da ist, vor allen Dingen auch energetisch. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, mit diesem Verhältnis der Heizung, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Wenigstens wird der Energiegehalt noch genutzt. Global gesehen ist das keine Lösung. Während hier das Brot verheizt wird, fehlt in den Entwicklungsländern bezahlbarer Weizen. Die meisten afrikanischen Länder müssen ihr Getreide importieren und mit Devisen bezahlen. Der Preis steigt, weil weltweit immer mehr Weizen nachgefragt wird. Eine Nachfrage, die in Europa zur Hälfte im Mülleimer landet, weil wir uns das Wegwerfen finanziell leisten können. Für die Menschen in Afrika hingegen ist Brot so teuer, dass die steigenden Preise in vielen Ländern sogenannte Brotunruhen ausgelöst haben. Mit den Preisexplosionen im Sommer 2008, mit den Demonstrationen in 40 Ländern, mit Toten auf der Straße, mit den Lebensmittelunruhen, die einige Regierungen gestürzt haben, das hat wachgerüttelt. Ich glaube aber auch, dass der nächste Welternährungsschock kommt. Der wird kommen. Vielleicht nicht in den nächsten 2 Jahren, aber dann wird's wieder eng. Ursache für die letzte Hungerkrise waren stark steigende Börsenkurse für Weizen. Ein solcher Preisschub kann sich schon bald wiederholen. Die Spekulanten wissen, dass die weltweite Nachfrage immer größer wird. Mit Weizen wird gern gezockt. Wenn Sie nun Brot backen oder den Weizen verarbeiten, um Ihre Familie zu ernähren, und der Weizenpreis sich verdoppelt, wie er das voriges Jahr gemacht hat, dann können Sie den Gürtel noch so eng schnallen, wie Sie wollen. Sie können sich eine hinreichende Kalorienversorgung nicht mehr leisten. Und das ist eben vielen Millionen Menschen so gegangen, den Ultraarmen auf der Welt, wegen der Preissteigerung. Diese Preissteigerungen werden bei uns mit ausgelöst. Nun werden Sie sagen, aber wenn wir nun die altbackenen Brötchen oder Brote am Abend da haben, die können wir doch nicht nach Afrika oder nach Bangladesch schicken. Natürlich nicht. Wir schicken sie aber schon dorthin, und zwar in negativer Weise durch das Preissignal. Dadurch, dass wir sie wegwerfen, geht im Rest der Welt und auch bei uns der Preis hoch. Und je mehr wir wegwerfen, desto höher ist der Preis. Also unser Wegwerfen führt damit indirekt zu Hunger, sonst so auf der Welt. Die Menge an Lebensmitteln, die in Europa und Nordamerika weggeworfen wird, würde dreimal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren.